Also das ist einfach unmöglich, wie ich das hier so sehe. Das Ganze weggebaggert. Überhaupt nichts mehr von den Häusern, von den Geschäften da. Die Menschen haben das alles hier verloren. Ist doch schon sehr bedrückend. Tut einfach weh, wenn man das hier so mit und mit erlebt. In the Pacific, with the sea levels rising, a lot of our lower lying atoll countries are being affected. It's most likely that their villages will be flooded with salt water because of the rising sea levels. Being a Christian myself, of the Methodist denomination, and then God put man into the Garden of Eden to look over all of his creation. So basically, God made us to be stewards of the earth. For us in the Pacific, we take direction from our faith community leaders because we consider them our closest connection to God. Ja, der Glaube gibt auch einen Rückhalt zum Weitermachen. Aber was noch mehr Rückhalt gibt, ist eigentlich die Begegnung mit Menschen. Und vor allem mit Menschen, die weltweit vom Klimawandel betroffen sind. Und es ist sehr berührend zu erleben, wie die Menschen, wie wir hier mit unserem Wirtschaften die Lebensräume der Menschen dort zerstören. Und da reicht es einfach auch nicht, in Verhandlungen darüber zu debattieren. Wir müssen gleichzeitig aufhören, dazu beizutragen, dass die Menschen ihre Heimat verlieren. Das heißt, wir müssen raus aus der Kohle. Meine größten Erwartungen, dass irgendwann sehr schnell Ende mit diesem Raubbau an der Natur ist und man sich auf die natürlichen Ressourcen beschränkt, die auch regenerativ sind und auch Zukunft für die Menschheit haben, damit solche gigantischen Löcher der Vergangenheit angehören.